Einen wunderschönen guten Tag da draußen und dachte mir, ich mache mal so einen kleinen Vlog. Und da geht es nämlich darum, wie bereiten wir uns vor? Also erstmal von der Anfahrt an bis ins Studio und so weiter, für die Sendung Donnerstag natürlich. Da wollte ich euch ein bisschen mit der Kamera begleiten tatsächlich. Jetzt in ein paar Minuten müsste jetzt mein Vater so langsam auftauchen und dann, hier ist gerade ein bisschen dunkel und so, ist jetzt gerade hier bei mir zu Hause. Genau, ich denke mal, der wird mir wahrscheinlich dann schreiben, wenn er da ist. Und wenn er dann da ist, dann halte ich natürlich ganz klar die Kamera drauf und werden natürlich dann noch so ein paar Sachen schlören, denn wir haben ja hier noch so ein paar Sachen, die hatte ich nämlich letztes Mal mitgenommen, also letzte Tage, da war ich ja noch beim Videodreh und das war in den Niederlanden tatsächlich. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das würde ich halt super gerne öfters machen. Aber heute geht es darum, die Sendung vorzubereiten. Ne? Wir haben es jetzt ungefähr 2 Uhr. Ja, jetzt warte ich nur noch, bis mein Vater da ist und dann, ja, mal schauen, ne? Guck mal, wer denn da ist. Hallo! Das ging ja flott. Wie bist du denn reingekommen? Wo ist ja mein Schlüssel? Genau, ich habe mir nur gedacht, dass du nicht so hin und her rennen musst, ne? Ja. Trepp auf, Trepp ab. Ich habe doch Mitleid mit dem armen Jungen. Ich habe eben gerade auch schon kurz erzählt, wofür die Klamotten noch mal waren und die werden wir jetzt natürlich jetzt ins Auto packen, weil wir brauchen die heute ja auch noch für die Sendung. Heute mal ein bisschen mit der Kamera begleiten. Ja, so zwei doofe ein Gedanke, ne? Oder wie war das noch? Ja, wieso zwei doofe ein Gedanke? Weil hier. Ah, ja, stimmt, mit Studiogast, ne? Ja, ja. Eben. Ja, haben wir heute auch noch. Siehst du, hab ich auch gerade noch gemacht. Aber das habt ihr natürlich alles schon auf YouTube gesehen, ne? Falls ihr natürlich den Livestream geschaut habt. Ja, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend und ja, ich hoffe mal. Es geht gleich los. Ja, es geht gleich los. Juhi! Oh. Wir sitzen eigentlich im Auto. Hey, kannst du Equipment, ne? Runtertragen. Okay, wir fahren jetzt los. Ich gucke jetzt nicht mehr da rein, sondern nee. Ich gucke jetzt geradeaus. Ne? Genau, zwischendurch, so, auf geht's. Zwischendurch werde ich natürlich da mal so ein paar Bilderchen machen oder keine Ahnung was. Welches Teil? Also meinst du Altkleider? Nee, ja, dieser Altkleider. Ja, man sieht das ein bisschen noch so, ne? Wow, ja, ey. Ja. Eieiei. Hi, Lieksblechle. Ist aber auch den ganzen Tag nur am Regnen, ne? Ja, ist scheiße, ne? Ja. Das ist hier kaum Wetter. Also wie der Hamburger ist auch. Ja, wie der Hamburger ist auch, ne? Wir gucken einfach mal, so. Ob jetzt irgendwie während der Fahrt noch was so passiert. Ne? So durch hier? Ja, doch, so langsam kannst du durch. Jetzt geht's ja, los. Ja, juhu. Und direkt die nächste Ampel. Rot. Fährt es rot. So ist er, ne? Ja, so ist er. Jeden Monat am ersten Donnerstag ist immer Halligalli angesagt. Aber jetzt ist ja noch die Ruhephase. Ja, ja, jetzt haben wir noch alles. Keep cool und ne? Trotzdem, ne, so langsam aber sicher, ne, geht das Händchen so ein bisschen. Weil wir haben ja wieder einen Studiogast. Und ich habe ja auch noch einen eigenen Beitrag. Stimmt. Ja, habe ich auch noch, aber habt ihr aber sicherlich auch schon gesehen. Aber es könnte sehr interessant werden. Naja, wir melden uns gleich nochmal. Baustelle. Ja, ja, ja. Mama, kannst du ein bisschen nicht mehr so wackelig fahren? Ja, das ist das Problem, wenn man hier so, ne, rumfährt. Oh mein Gott, ist das eine Schaufelei hier. Ja, das ist aber immer so, ne? Das müssten wir eigentlich schon längst gewohnt sein. So, eins ist ganz wichtig. Wir sind ja jetzt mit dem Auto unterwegs und haben ja das ganze Equipment eingepackt. Ja. Und das bedeutet, dass Kamera zum Beispiel, nicht die Hinterfahrkamera, aber unsere Kameras zum Beispiel, dass die natürlich jetzt kalt sind. Das heißt, die müssen sich, bevor wir die überhaupt benutzen, erstmal akklimatisieren. Ne? Für die Leute, die das noch nicht wussten, ne? Wenn wir jetzt die Kamera rausnehmen würden und direkt filmen, haben wir sofort so einen kleinen Nebelschleier da vor der Linse oder vor dem Objektiv und ja. Ist nicht so gut. Oh. So, was machen wir jetzt? Ausräumen. Ausräumen. Eieiei. Ja. 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 Sind wir im Trocknen? Ja, wir sind im Trocknen. Sehr gut. Ja, gut, jetzt nicht so tragisch. Da hinten wir ja da. So, ganz so Zeug hier drin. Nee, Wasser. Ja, Wasser. Wasser. So, das müssen wir haben. Lila Tüchte, Stativ. Nee, nicht. Nur das blaue Stativ, das große. Also, willst du das tragen, das schwere Ding? du? Keine Ahnung.
Na, sonst. Ich weiß nicht. Nee, ich nehme ja auch noch was. Ich nehme auch noch was. Ach, guck mal. Mikrofone. Er nimmt die schwer. Ja, ich nehme nehm mal die Tasche, da sind die. Nimm das Ding mit, ne? Mit. So. Ja. Und dann gehen wir jetzt auch mal rein. Dann sind wir jetzt hier drin. Und hier sieht man schon quasi das Studio, was noch nicht ganz fertig ist, weil so sieht es eigentlich immer aus, weil wir nicht produzieren. Und dann haben wir jetzt hier noch. Ja, ja, sofort. Dann haben wir hier auch unsere Regie und alles. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Eieiei. Erstmal das Ding hier weg. So, Göttchen. So, jetzt erstmal aufbauen hier. Diese wunderschöne Kamera hier, ne? Das ist ein Ding, du. Leck mich am Arsch. Was machen Sie denn da? Die Kamera fertig. Kamera fertig? Ja, damit wir alle Verbindung haben. Genau, damit wir alle Verbindung haben. Nämlich einmal, ne? Damit das Kamerasignal rausgeht. Welches Kabel ist da angeschlossen? Werden wahrscheinlich bei einige Fragen. BNC-Kabel oder SDI. So. So sieht das so aus. Sieht das nämlich aus. Ist besser als HDMI. Und vor allem kann man bei dem Kabel 100 Meter machen, ne? Geht das Signal immer raus. Und dann haben wir hier natürlich, ne? Wenn die Kamera dann scharf ist, wird das Ganze rot. Oh. Wenn die vorbereitet ist, ist es gelb. Hm. Also mit anderen Worten, als Moderator kann man dann natürlich vorher schon sehen, gelb, ich muss gleich rüber. Ja genau, das ist dann immer, wenn ich die Szene dann auf Preview schalte, also halt als Vorschaubild, das zeigt dann an, dass diese Kamera dann als nächstes kommt. Ganz genau. So ist das bei jeder anderen Kamera auch. Wir haben das bei dieser natürlich auch. Und damit man sieht, hier kann man das vielleicht ganz gut sehen, dieses Signal kommt nämlich hier drüber. Bellpack. Tallylight ist ja das Licht und das andere ist ja zum Quasseln. Ne, dass man dann also dementsprechend die Regie mit dem Kameramann dann auch quassen kann, ne, und nochmal Anweisungen gibt. Intercom. Ich trau nicht auf das Wörtchen. Ah, guck mal, der Heinz weiß Bescheid, unser Techniker. Intercom. Die Blackmagic Kamera. Und die macht natürlich, uff. Die macht wirklich ein krasses Bild. Also, das ist schon ein Biest. Hm? Das ganze Dilemma braucht man nur eines. Oh, ja, stimmt. Man braucht ja nur Netzwerkkabel. Den fertig, angeschlossen. Genau. Und das geht dann letzten Endes zum. Da. Das schöne Gerätchen. Das wandelt quasi das Ganze wieder in Bildsignal um und gibt das dann als SDI weiter an unserem Blackmagic Atom Mischer. Und darüber wird das dann ganz alles gesteuert und ja, schön. Dann haben wir hier, guck mal da haben wir noch ein Mischpult. Das ist übrigens ein Behringer XR18, Blackmagic. Dann haben wir hier noch was für die Intercoms. Dann haben wir hier noch was bezüglich mit wegen Tallylight. Selbst gebastelt, aber funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Regierechner, worüber ihr dann das Bild bekommt, die wir dann rausstreamen. Und ja, genau, das ist unser kleiner Rack. Wo alles drin verbaut ist und so weiter und so weiter. Dann kann ich mal kurz hier erklären, ein Regierechner, den wir als Zweitrechner nutzen, entweder als Steuerungseinheit, aber auch hauptsächlich zur Überprüfung, ob der Stream auch wirklich wunderbar läuft. Ja, nochmal drei Monitore, die an einem Streaming-Rechner angeschlossen sind oder an den Produktionsrechner und oben dann nochmal extra noch ein Riesenfernseher. Ja, mit Multiview drauf. Und ich sehe gerade, die Monitore sind gerade angegangen. Dann machen wir doch einfach mal ein Schalterchen an, wa? Warte mal, gucken wir mal. Aber hier haben wir so einen Schalter. Den klicken wir jetzt mal. Und dann geht jetzt alles an. Jo, noch gibt es kein Bild. Achso, nee, ich habe den Rechner noch gar nicht angemacht. Entschuldigung. Warte mal. Supp. Hier haben wir nicht zu vergessen noch unsere Funkstrecken. Auch für ja, In-Ear ist ja auch noch mit integriert, sodass der, ja, sodass mein Vater dann sozusagen immer alles hört, was ich dem sage. Und ja, da gehen auch die ganzen Mikrofone rein, die ihr dann letzten Endes dann auch über dem Stream hören könnt und so weiter. Und ach ja, na klar, Windows ist richtig. Das überspringen wir einfach mal. Hier mal unser Überwachungsrechner, aka zweiter Streamrechner. Da ist zum Beispiel auch diese Software drauf, mit der wir eigentlich grundsätzlich fast alles steuern können. Mischpult, Blick, Bildmischer, VMix können wir darüber steuern, wir können OBS steuern, ich kann Mischpult steuern und alles hier auch über ein Tablet zum Beispiel. Man könnte natürlich auch ein Stream Deck nehmen, das geht natürlich auch. Nennt sich Companion, ist von Bitfocus und das ist eine freie Software, also Open Source.
Source. Die kann man sich kostenlos runterladen und die ist für die Produktion mega krass. Wenn zum Beispiel, ich sag mal, Aufreger des Monats kommt. So, ich mach mal hier die Lichtsoftware noch offen. Ja, das ist das Light im Übrigens. Das ist ja das, was wo hinten im Studio dann die Beleuchtung ist, also diese bunte Beleuchtung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Knopf drücke, ne, auf Aufreger des Monats, dann passiert Folgendes. Die Lichtsoftware, die switcht dann um auf eine andere Beleuchtung. Dann läuft hier eine Animation und dann switcht der hier oben automatisch dann um auf eine andere Kamera. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben jetzt aktuell, ne, das, was rot umrandet ist, ist zum Beispiel meine Kamera. Und der soll dann, wenn ich auf den Knopf drücke, dann auf die GoPro switchen und dann auf die, ich weiß gar nicht, wohin die jetzt geht, auf die mittlere oder Blackmagic. Sehen wir jetzt einfach mal, ne, da wo es rot aufleuchtet. So, ich drücke jetzt einfach nur auf das Knöpfchen und der Rest funktioniert dann komplett alleine. Zack, hier einmal das. Und da kommt die Animation. Hier ist es schon auf GoPro geschaltet. So, die Animation läuft noch, bla bla bla. So, und jetzt gucken wir mal, wohin der switcht. Ah, auf die Blackmagic. Ja, schön, ne? Und das ist alles mit dieser Software möglich, indem man einfach nur einen Knopf hinlegt und ja, dann sagt man der Software dann einfach, okay, du sollst dies, das und jenes machen und man kann dann halt auch eine Zeitangabe machen und wann soll der dann als nächstes umschalten, dies, das und bla. Das ist schon ziemlich sexy, muss man sagen. So, Freunde der Unterhaltung, was geht hier? Was ist da am Machen? Oh, guck mal. Uiuiui. Und, was machst du da? Was natürlich auch gemacht werden muss, ist natürlich unser Ablaufplan, ne? Ja, das brauchen wir natürlich. Das ist ganz wichtig, ne, mit Warm-up. Also steht genau drauf, was wir alles machen müssen, ja, ne, was wir machen wollen, besser gesagt, nicht müssen. Ablaufplan, ne, damit das auch alles funktioniert. Und es kommen immer so in den letzten Minuten, kommen dann immer noch mal so ein paar Ideen, die man da noch mit einbauen kann. Und dann kriegt jeder von uns, bekommt dann diesen Ablaufplan dann auch in der Hand gedrückt. Also hier Regie, Technik, Kamera, damit ihr auch wirklich seht, dass wir tatsächlich frei Schnauze reden. Das ist einfach nur so dieses Interview. Nein, wir wollen dann die Fragen nicht so, ne? Aber das ist einfach nur, Stichpunkte stehen hier, mehr steht. Aber die Sendung ist doch schon gelaufen, wenn das Video rauskommt. Das ist auch noch nie egal, dann hast du die Fragen doch schon gestellt. Okay, in diesem Fall ging es ja, ne? Unser Studiogast ist ja Dirk Deimel, ne? Und das sind wirklich nur Stichpunkte drauf. Das heißt, wir reden tatsächlich auf frei Schnauze. Ja, ja. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst müssten wir unsere Sendung hier anders benennen und da habe ich keinen Bock zu. Freie Schnauze. Nee, eben, genau. Wir machen hier gerade ein bisschen Mikrofon-Check. Hab da schon was angemacht. Ja, das ist in ihr, damit er mich hören kann. Hallo, und das andere ist halt das Mikrofon für den Gast. Gucken wir mal, ob da jetzt auch ein Signal drauf ist. Ja, wir müssen nur später dann gucken, dass, wenn er das dann aufhat, dass das Mikrofon nicht vorm Mund ist. Ja, so. Auch nicht? Nee, man hört die Atemgeräusche immer noch. Warte mal, die Zuschauer, die kriegen das ja gerade gar nicht mit, ne? Warte mal. So, ich sag jetzt mal, okay, jetzt hast du den Ton da hinten noch. Ja, ja, eben, also, damit die Leute, ne, ja, hören. Also es muss so sein, dass das Mikrofon gleich ungefähr auf diese Höhe kommt. Damit man dann ja nicht die Atemgeräusche unbedingt mitbekommt. Ja. Das passt schon wohl. Okay, also das funktioniert. Wunderbar. Na, man sieht ja hier auch, Pegel ist da. Sehr schön. Okay. Der Livestream ist gestartet und mal eben umswitchen auf die GoPro, weil damit starten wir ja gleich. Und das muss ich ja auch noch vorlegen. Warte mal. So, damit das auch gleich passt. So, also. Stream läuft, ich hoffe mal. Alles klar, der funktioniert auch. So, das heißt, wir sind jetzt hier auf Twitch, Facebook als auch auf YouTube online. Ja, so sieht es jetzt momentan aus. Guck mal. Ach nee, ja, da ist er wieder. Ja, sicher. Muss ja alles dokumentiert werden. Ja, ist ja gut. Und wie fühlt man sich jetzt so kurz vor der Sendung? Auf der Hinfahrt war ja schon so, ne? Jetzt ist es dann. Nein, es geht, ich bin beruhigt. Ich habe meinen Gast hier, der ist da, also von daher. Das war ja das größte Problem, was ich immer. Oder das große Problem, was ich generell habe, ne? Ob die Gäste es pünktlich schaffen, das hat nichts damit zu tun, ob die pünktlich losfahren, sondern ne, Autobahnen sind meistens voll. Und wie gesagt, es steht alles, die Vorbereitung ist jetzt da. Ja, wir haben jetzt noch 12 Minuten bis zur Sendung und
Jetzt wird's völlig relaxed. Ne? Jetzt kommen wir mal so ein bisschen cool down. Ja. So, los geht's, los geht's, los geht's. So, und dann komme ich auf der Blackmagic. Ja. Achtung, ruhig, 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 ruhig. So, bis drauf in 3, 2, 1. Heute ist der 2.2.2023 und wir sind wieder da mit unserer zweiten Ausgabe in diesem Jahr von DonnerTV. Unsere Sendung heißt ja wie immer, was haben wir heute? Donnerstag, natürlich Donnerstag, Freischnauze. Und ich bin nicht allein hier im Studio. Wir haben Gast, aber erstmal noch rüber zur Regie. Lieber Kai, bitteschön. Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Donnerstag frei Schnauze. Wir haben es 18.01 Uhr und ich freue mich wieder wahnsinnig, denn ja, wir haben wieder sehr viel an Materialien, die wir euch gerne präsentieren wollen. Aber dazu, ich glaube, da warten wir noch ein bisschen, weil ich glaube, unser Gast ist erstmal wichtiger. Deswegen gebe ich jetzt erstmal wieder ab rüber zu meinem Vater. Und der darf jetzt natürlich jetzt auch mal ein bisschen mit dem Gast sprechen und worum es da geht. Das erzählt er dann euch jetzt da im Studio. Halbzeit. Ja, das ist jetzt aktuell läuft gerade ein Musikvideo. Ich sag mal so, technische Verpatzer hatten wir jetzt tatsächlich nicht so wirklich, außer dass die Bauchbinde irgendwie nicht so ganz funktionieren möchte. Also weiß ich nicht, weil normalerweise ist das so, wir tragen eigentlich unsere ganzen Namen, also die Gäste zum Beispiel, tragen wir halt bei uns ein Google Drive-Dokument rein. Und die Software zieht sich das normalerweise dann raus, aber irgendwie scheint das heute nicht so ganz der Fall zu sein. Ja, müssen wir gucken. Vielleicht machen wir es manuell, dass wir einfach dann direkt im Programm halt eine Liste anlegen oder über eine Textdatei oder keine Ahnung. Was müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten Fazit läuft, läuft. Aber die Sendung läuft ja noch, ne? Das geht ja noch eine Stunde. Wir sind jetzt gerade bei, wir haben jetzt gerade 19.08 Uhr. Wird auf jeden Fall schön und ich fühle mich hier wohl. Ja. Fazit. Und ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen, macht es gut. Wir sehen uns am 2. März wieder, wenn es dann heißt Donnerstag Freischnauze. Macht es gut, bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Tja, und ihr habt mich natürlich vergessen, ne? Weil ich bin ja auch noch da, ne, aus der Regie und wollte mich natürlich auch noch mal kurz verabschieden und wünsche euch natürlich auch noch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl und ja, natürlich am 2. März. Hey, man hört euch noch. Ich schalte euch mal eben stumm. So, und jetzt könnt ihr euch unterhalten. So, genau. Am 2. März sehen wir uns dann wieder. Ich hoffe, der Beitrag übrigens mit dem Dart hat euch gefallen. Falls ihr das verpasst habt, es ist in einer Minute online auf unserer Webseite donnertv.de oder auf unserem YouTube-Kanal ebenfalls donnertv einfach. Einfach nur donnertv. So, ich sag ja tschüss, Sikorski, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis dann. So, Sendung vorbei. Hier laufen die Credits. Puh, das war ein Ding, du meine Fresse. So, wir sind durch. 20.00,00. Und das war's. Ich höre gerade, es war sogar eine Punktlandung. War das wirklich eine Punktlandung? War hier um 20.00. Sehr gut. Und dann hast du den Dingseinlauf eingeblendet. Also exakt. Exakt Punktlandung, ja, Wahnsinn. Kai. Ja. Partyfuchs lässt grüßen. Ach, haben die geguckt? Ja, hier. Ja, Felle schreibt jetzt gerade noch. Gerade geschrieben. Ah. Hi, Felle. Ja. Hallo. Prost. Ich würde sagen, das war völlig unerwartet. Ja. Nein, völlig erwartet, unerwartet. Völlig erwartet, unerwartet, geil. Ja, würde ich mal so sehen. Ja. Also, Riesenspaß hier mit dir gehabt. Ja, du musstest sogar noch was weglassen. Ja, eigentlich wollte ich hier noch mal durch die Gegend motzen. Ja. So richtig mal eine raushauen. Ne? Ist ja so, das ist ja bei uns so. Ja, so ist es. Und, gut. Aber andererseits, ja, was soll ich denn noch großartig sagen? Vielleicht sage ich gleich noch mal tschüss oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, so lief die Sendung und, ja, hat auf jeden Fall mega, mega Bock gemacht. Das strahlt so herbe.
Bitte was? Ach, stimmt, das On-Air-Schildchen haben wir ja auch noch hier. Ja, da hat der Heinz mal, ne, mal so vor einiger Zeit mal was gebastelt und jetzt haben wir immer so ein On-Air-Schild, was dann immer rot anzeigt, wenn wir dann tatsächlich auf Sendung geil sind. Damit halt auch andere Leute, die, sag ich jetzt mal, zu Besuch kommen, wie stelle ich mich am besten hin, damit auch andere Leute, die dann zu Besuch kommen, dann halt auch immer direkt wissen, oh, On-Air und keine Ahnung was und so. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir dann wieder losfahren oder nachdem wir alles eingepackt haben. Und ja, genau, weil das muss jetzt relativ fix gehen. Das heißt, das werde ich jetzt erstmal nicht mit aufnehmen können. Aber wir sehen uns ja nochmal, vielleicht doch im Auto. Wir hatten jetzt eben gerade nochmal so einen kleinen internen Meeting gehabt, den wir natürlich nicht auf der Kamera festhalten wollten, weil es sind natürlich interne Details. Und ja, wir fahren jetzt gerade hier vom Parkplatz runter und ab nach Hause. Und ja, das war echt toll, oder? Ne? Ja, es hat auf jeden Fall riesen Bock gemacht. Ja. Und ich muss sagen, wir haben auch einen dankbaren Studiogast gehabt. Das muss man wirklich sagen. Ja? Du hast ja sogar dann, wir hatten auf dem Ablaufplan ja noch Aufreger des Monats und den musstest du ja noch weglassen. Ja. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal bringen sollen, worüber wir reden sollen, oder ob ihr jemand wisst, wo ihr sagt, der Studiogast oder dieser Studiogast, wie würde ich das denn jetzt sagen? Gendermäßig müsste ich sagen, diese Person. In. Wenn ihr sagt, diese Person, die lohnt sich, her damit. Genau. Damit würden wir sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert auch natürlich die Glocke. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne was kommentieren. Und wenn ihr zum Beispiel sowas öfter sehen wollt, dann ja, her damit mit den Kommentaren. Und da würden wir uns, glaube ich, sehr darüber freuen. Tschüss, Sikorski. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Sikorski. Ich bin froh, wenn ich das Licht hier gleich ausmache. Ja, genau. Scheiße zu fahren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, mach's gut. Tschüss, tschüss.